Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Hiete, liebe Frau Dr. Ebauer, lieber Georg Dunkel, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Kundinnen und Kunden und auch liebe Anwohnerinnen und Anwohner. Es ist geschafft. Es ist wirklich geschafft. Und wir haben, glaube ich, wirklich einen Grund zu feiern. Wir haben in einer jahrelangen Baumaßnahme das Sendlinger Tor unter rollendem Rad saniert. Unter rollendem Rad heißt, der Betrieb ist aufrechterhalten worden. Wir haben zwischendurch Pendelverkehre eingerichtet. Wir haben ganz wenig Vollsperrungen gebraucht. Das mussten wir auch so tun, denn wir konnten leider den Bahnhof am Sendlinger Tor nicht vollständig sperren. Dann wäre es viel, viel schneller gegangen, sondern wir mussten das alles unter Betrieb machen. Da ist es jetzt zuerst mal geboten, allen Dank zu sagen. Das ist eine große, lange Liste, die ich hier herunterlesen müsste. Dank an alle Beteiligten bei der MVG und bei der SWM und bei der Verwaltung der Landeshauptstadt München. Wir haben ja in der Tat eng zusammengearbeitet, sehr konstruktiv miteinander gearbeitet und Hand in Hand gearbeitet. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Dank auch an die Genehmigungsbehörden. Es waren eine irre Anzahl an sogenannten Teilbaugenehmigungen auszustellen. Wir haben nicht eine Genehmigung für das Gesamtvorhaben bekommen. Das wäre nicht zu schaffen gewesen. Wir hätten dann auf einen Zeitpunkt hin Berge an Planungen einreichen müssen. Und dann hätte eine sehr umfängliche, wahrscheinlich mehrere Ordner umfassende Genehmigung erstellt werden müssen. Wir haben es schrittweise gemacht. Das war auch richtig, denn so konnten wir dann immer bauablaufbezogen mit den Genehmigungen weiterarbeiten. Also herzlichen Dank auch an die Regierung von Oberbayern. Herzlichen Dank an die Planungsbüros und an die Baufirmen. Herzlichen Dank an unsere Kundinnen und Kunden, die das über die Jahre hin ertragen haben. Aber auch herzlichen Dank an die Anwohnerinnen und Anwohner, die auch diese Baustelle hier in all ihren Facetten und Phasen ertragen mussten. Ich sage auch deswegen Danke, weil ich glaube, ich habe das eingangs schon gesagt, was wir dringend notwendig haben, das klingt vielleicht jetzt etwas merkwürdig, sind weitere Baustellen. Wir nehmen, glaube ich, im ganzen Land einen Substanzverzehr unserer Infrastruktur wahr. Ich rede da noch nicht einmal jetzt ausschließlich von der Carola-Brücke, die ja eingestürzt ist. Ich rede auch davon, dass auch in den 90er Jahren Bahnbrücken schon teilweise in einem bedenklichen Zustand waren. Diesen Substanzverzehr müssen wir aufhalten, allesamt gemeinsam. Und deswegen werden viele Baustellen auf uns zukommen. Die müssen wir gut organisieren, wir müssen gut darüber kommunizieren. Aber ich glaube, wir brauchen das, um nicht der kommenden Generation zerbröselnde Brücken und zerbröselnde Eisenbahnen und zerbröselnde Straßen zu übergeben. Deswegen nochmals explizit meinen herzlichen Dank an alle, die hier betroffen waren. Mein Dank gilt aber auch, und ich freue mich, dass Sie so zahlreich vertreten sind, an die Mitglieder des Stadtrates. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich freue mich, dass wir das auch gemeinsam mit der Politik gut hinbekommen haben, dass die Politik das Geld genehmigt hat und auch immer die Beschlüsse gefasst hat hier. Das ist ein Gemeinschaftswerk mit allen Beteiligten. Und auch deswegen nochmal meinen herzlichen Dank an die gewählten Vertreter des Stadtrates. Besten Dank. Wir können jetzt in der Tat das letzte Bauteil in Betrieb nehmen. Wir haben ja zwei neue Bauwerke an den Bahnhof angeflanscht. Sie beziehen sich insbesondere auf die U1-2-Ebene. Die U1-2-Ebene konnte man früher nur über diesen Mittelzugang verlassen und man konnte auch nur über den Mittelzugang zur U3-6 umsteigen. Das ist heute anders. Man kann jetzt auch von den Bahnsteigenden entweder ins Sperrengeschoss oder auch sogar an die Oberfläche hier zur Blumenstraße kommen. Das erleichtert viele Wegebeziehungen. Das macht die Wege kürzer und es ist auch brandschutztechnisch erforderlich, weil wir haben von den Bahnhöfen auf der U1-2-Ebene immer von sogenannten gefangenen Enten gesprochen.
Das heißt, wer also in diesem Ende war und wenn es dann ein Brandereignis gab, der hatte relativ lange Fluchtwege. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt also eine Vielzahl an Zuwägungen und auch von daher waren die Baumaßnahmen notwendig. Wir hatten Substanzverzehr auch am Sendlinger Tor, Chlorideinträge in den Beton, also Salzeinträge. Wir mussten das Sendlinger Tor brandschutzertüchtigen und wir mussten es vor allen Dingen leistungsfähiger machen. Es ist vorhin schon gesagt worden, der Bahnhof ist auf 50.000 Fahrgäste bemessen. Wir haben heute mehr als dreifach so viele. Und wer sich erinnern kann, früher sind wir bei der U-Bahn auch nur mit 2 Wagenzügen gefahren oder auch mit 4 Wagenzügen. Das tun wir im Moment noch bei der U4, werden es aber auch da zum Fahrplanwechsel ändern. Heute fahren wir nur noch mit 6 Wagenzügen. Und weil das so ist, haben wir auch darauf verzichtet, 6-teilige Züge zu kaufen, sondern kaufen nur noch einen durchgehenden, zusammenhängenden Zug, weil der einfach die größte Kapazität hat. In solch einen Zug, in einen C2-Zug, passen rund 1.000 Fahrgäste. Und wenn wir dann auch noch gleichzeitig, was wir auch gemacht haben, die Takte verdichten, dann kommen viel, viel mehr Leute an und es müssen viel, viel mehr Leute umsteigen. Wenn man sich vorstellt, der Umstieg zwischen U1-2 und U3-6, das habe ich früher selber auch täglich gemacht, nach meinem Umzug komme ich hier nicht mehr so oft vorbei. Da haben sich lange Schlangen vor den Treppen gebildet, da haben sich Spiralen gebildet und man musste sich anstellen, um dann seinen Anschluss zu bekommen. Und wir haben durch die Treppendrehungen, die man ja dort sehen kann, ermöglicht, dass die Menschen auf gesamter Breite umsteigen können. Und das sorgt für eine erhebliche Entlastung. Und auch wer hier hin möchte, wer hier aussteigen möchte, hat jetzt viel mehr Ausgänge zur Verfügung. Auch das sorgt für eine Entlastung und schafft auch Kapazitäten für eventuelle weitere Taktverdichtungen, die wir nicht in absehbarer Zeit machen. Aber wir planen, und wenn München weiter wächst, dann wird es auch erforderlich werden, für die 30er Jahre einen 2-Minuten-Takt auf den Stammstrecken, also auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten. Und wenn hier die weitere Taktverdichtung kommt, brauchen wir nochmals umso mehr Kapazität. Und dafür haben wir den Bahnhof Sendlinger Tor dann schon entsprechend ausgerichtet. Also insoweit ist das sehr gut investiertes Geld. Es ist gut investiertes Geld, weil wir den Bahnhof sichern können, erhalten können, aber es ist auch gut investiertes Geld, weil wir die Kapazität ausbauen und dadurch auch die Zukunft ein Stück weit absichern. Worüber ich mich ganz groß freue, das sind diese durchgängigen Aufzüge, den habe ich auch gerade schon benutzt. Da kommt man also auf schnellem Wege dann auch zur U1-2-Ebene und kommt hier hoch. Das ist aus meiner Sicht ganz großartig gelungen und ist auch ein tolles Angebot. Und verkürzt auch die Wege für diejenigen, die die Aufzüge benötigen. Was aber vielleicht auch noch an der Stelle gesagt werden muss, wir sind trotz der immensen Kostensteigerungen, die wir durch den Ukraine-Krieg hatten, im Kostenrahmen geblieben, nahezu im Kostenrahmen geblieben. Wir hatten 150 Millionen Euro kalkuliert und sind jetzt bei 165 Millionen Euro herausgekommen. Und dazwischen lag Corona und dazwischen, der dauert ja leider immer noch an, lag auch der Beginn des Ukraine-Konfliktes. Deswegen auch hier nochmal ganz explizit meinen Dank an das Projektteam. Wir haben das Geld im Griff behalten, im Auge behalten und haben geguckt, dass wir auch bei Kostensteigerungen trotz allem nicht wesentlich mehr ausgeben müssen. Sie werden gleich sehen, an der einen oder anderen Stelle fehlt noch ein Wandpanel. Das kommt dann noch, das sind sehr komplizierte Wandpaneele, das sind dann Maßanfertigungen, die wir brauchten. Auch da hat sich durch Corona etwas bei den Lieferzeiten verschlechtert, aber wir werden auch noch diese letzten kleinen Lücken füllen. Und das Stationsschild auf der U1-2-Ebene fehlt leider, weil das ist schadhaft angekommen, aber das werden wir dann auch ganz schnell entsprechend nachrüsten. Ja, jetzt darf ich Ihnen allen viel Freude mit dem neuen Bahnhof wünschen, der ja nicht für die SWM und MVG ist, sondern der für Sie alle ist, der für die Münchnerinnen und Münchner ist. Den darf ich dann hiermit an Sie alle übergeben. Ich freue mich, wenn Sie als Kundinnen und Kunden den Bahnhof nutzen
Oder ich freue mich auch, wenn Sie hier auf der Oberfläche flanieren und sich darüber freuen, dass auch hier oben einiges anders geworden ist. In diesem Sinne gehen wir jetzt gleich zur Eröffnung dieses neuen Abganges. Es ist die längste Fahrtreppe in München, die von der Bahnsteigebene an die Oberfläche geht. Also es ist leider kein großer Rekord, aber immerhin. Wir freuen uns darüber, dass wir diesen kleinen Rekord haben. Und danach kommen wir dann wieder hierhin zurück und feiern, weil ich glaube, wir haben wirklich einen Grund zu feiern. An Sie alle herzlichen Dank und ich freue mich jetzt auf die Eröffnung. Dankeschön.